Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Aha, lass uns spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Offizielle Turnierfinger? Was ist denn das? Ich geh da mal wieder. Mach das. Offizielle Turnierfinger. Ich werd nicht mehr. Nach unten in den Hafen. Oh Mann. Offizielle Turnierfinger. Okay. Gehen wir erstmal zum Waffenladen, wo Boso auf uns wartet. Hoffe ich jetzt mal. Der Gondoliere. Notenständer. So, haben wir hier noch was? Oh. Ein Generator. Nee, dieser erst Generator angucken. Versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen. Wo jeder x-beliebige, wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem in so einer zwielichtigen... Oh, wie soll ich sagen? Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Nicht schon wieder ein Stromstopp, komm. Geh aus. So funktioniert's nicht. So, Schraubenzieher. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Okay, dann halt nicht. Eine Kurbel. Kurbel, komm. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Bringt wohl auch nichts. So. Zum Marktplatz, zum Dock. Der Gondoliere. Ach, gehen wir hier mal lang. Mal gucken, was dort auf uns wartet. So, hier haben wir eine Antenne. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Ja, sieht aus wie das, was du montiert hast, Rufus. Das sieht nach deinem Machwerk aus. Nimm mit. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Was, dass sie abbrechen? So, was haben wir hier? Nichts, ein... Wo ist Periskop? Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Könnte sein. Was kann man hier so nachgucken? Dann gucken wir mal, was man nachgucken kann. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Was? Durchgucken? Och, Menno. So unkreativ. Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Klappt wohl nicht so. Oh, eine Tür. Die gucken zu. Da hey, muss ich erstmal zu denen was reinkommen. Was schreist du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ja! Okay, Rufus. Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay, probieren wir's mal.
So, an den Handschuh kommen wir so nicht. Dann gucken wir mal, wo es da lang geht. Eieiei, jetzt wissen wir, wo der Handschuh ist. Oh, Boso. Boso hat sich in Schale geworfen. Boso. Wer erstmal hätte gucken. Gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Alberner Sofabezug. Komm, red mit ihm. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, dein Optiker? Ich bin es doch, Boso. Siehst du behämmert gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut. Da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Na klar, das wird super. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf ein Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Auf Rufus natürlich. Verfluchte Göhren! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Boso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein! Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Okay. Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Oh, Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Klappt irgendwie nicht so. Wow! Ihr geht ja ab. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Der goldene Liere singt eine Runde. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Irgendwie haben wir den Satz immer noch nicht gehört. Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Wir müssen wohl an das Lied gut kommen. Tür? Komm, mach auf, Rufus. Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder. Okay. Was zum, wer bist du denn? Ich hätte gern ein Messer. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Oh, nett. Was hast du denn im Angebot? Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Naja, du bist ja nett. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Ja, okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Du bist ja nett. Du erinnerst mich irgendwie an meine Freundin. Du erinnerst mich irgendwie an meine Freundin. Zumindest an ein bestimmtes Drittel von ihr. Ist sie so fett? Ich meinte eher ihren temperamentvollen Teil. Fett und zickig also. Kennst du Kapitän Boso? Kennst du Captain Boso? Captain?
Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Bozo allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Nett. Ich geh dann mal wieder. Ich geh dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Nett. Sie trägt deine Unterwäsche, Bozo. Red mit ihr. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Komm. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Das wird schon... Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Kriegst du jetzt den Satz hin? Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Okay. Du schon wieder? Los, komm rein. Komm schon. Läuft wohl nicht besser. Du hast nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Oh, oh. Heieiei. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Irgendwie muss ich dem die Noten klauen. Damit er endlich Ruhe gibt. Wäre ja sonst zu einfach gewesen immer. Eieiei. Hörst du singen auf? Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay, dann müssen wir dem irgendwie das Maul stopfen, dass er nicht mehr singen kann. Weil sonst wird das echt ein Problem hier. Kann man sonst noch irgendwas? Nö. So, guck mal erstmal. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Was machen wir hier noch gleich? Du hast es einfach noch nicht drauf. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Ja, sicherlich. Ich probiere es hier jetzt. Ich habe gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. So, jetzt müssen wir irgendwie zu dem Gondoliere. Docs Werkstatt. Ja, die Werkstatt brauche ich jetzt nicht zu Grabe kriechen. Wenn hier der Gondoliere noch stört. So, Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? So, dann geben wir ihm die Nüsse, hä? Was willst du haben, damit du endlich die Klappe hältst? Ich gebe dir alles, was ich habe. Bist du eine kleine Buffone, eh? Sobald ich das nachgeschlagen habe, gibt es richtig Ärger. Die Krabben helfen mir jetzt gerade auch nichts. Oder die Krabbe. Habe ich sonst noch was? Nö. Marktplatz. Gehen wir mal zum Marktplatz.